So, da hat doch die Länge vom Lied relativ exakt gepasst, um einmal das Spiel wieder hochzufahren. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob. Also, ich muss jetzt mal gucken, wo das Spiel gecrashed ist, wo wir da eigentlich gerade sind. Aber die gute Nachricht ist, die Kerbin Space Station ist schon mal im Orbit, würde ich sagen. Das ist doch schön. So, dann können wir das gleich mal nutzen. So. Ja, ab und zu stürzt halt so ein Spiel auch mal ab. Und jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Warum habe ich mein Spiel auf einer SSD liegen? Damit ich das in relativ exakt 2 Minuten und 15 Sekunden, so lang ist, glaube ich, unser Startsong, oder 2 Minuten 5 Sekunden oder sowas, wieder starten kann. Obwohl es heute ziemlich knapp war. So, jetzt können wir hier gleich mal die Ausrichtung nutzen. Und ich gehe jetzt auf die 125 Kilometer hoch. Das war ein total guter Einwand. Vom Yin, dass wir die 121 machen, aber mit sowas wie 121 kann ich leider schlicht und ergreifend nicht leben. Deshalb machen wir 125. Damit sind wir nämlich in einer guten Time Warp Range, also wo man schnell Time Warpen kann. Und sind aber noch in einer guten greifbaren Nähe, um einfach von Kerbin aus hinzukommen. Das heißt, wir haben so einen schönen Mittelweg, dass man halt auch mal schnell was runterspulen kann, aber sich eben nicht Sorgen machen muss, dass man super viel Delta-V braucht, um dahin zu kommen. So, jetzt geht's einmal auf der Apoapsis gleich weiter, dass wir die Periaps auch noch auf 125 Kilometer schieben. Und ich würde sagen, dann. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich glaube, dann machen wir die Moonbase fertig. Und ich heb mir die Besatzung auf die Raumstation bringen fürs nächste Mal auf. Dann können nämlich auch noch Leute von euch, die Bock haben, jetzt doch auf die Kerbin Space Station zu fliegen, das im Formular noch für sich ändern. Ansonsten stelle ich mir eine Crew zusammen. Kleiner Tipp, nicht noch mehr Engineers. So, 125, 125 Kilometer. Das sieht gut aus. Und jetzt können wir hier einfach mal das Ding hier entsorgen. Die Couple Note. So. Dann müsste das nämlich gewesen sein. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Okay, die Raumstation ist vorbereitet und kann offiziell jetzt Gäste empfangen. Das da driftet hoffentlich mit der Zeit einfach von uns weg. Und wenn nicht, müssen wir es halt mal mit einer Rakete oder einem Ingenieur später schubsen. Also, wir haben jetzt die Station im Umlaufbahn und jetzt kümmern wir uns mal darum, die Moonbase noch abzusetzen, damit wir das auf jeden Fall hier im Livestream noch hinbekommen. Und dann haben wir, glaube ich, ja, eine schöne Ausgangsbasis auch für den nächsten Stream, in dem wir ganz viel mit Abonnentenkürbels rumspielen können. So, lass mich mal gucken. Und nein, Idel, ich lese deine Kommentare mit dem Kraken schon die ganze Zeit mit. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, ich sage da nichts mehr zu, aber jetzt sage ich ja gerade was dazu. Das ist natürlich doppelt dämlich. So, das kann man weg. Und jetzt kommen wir mal zu dem Part hier, würde ich sagen. Und fliegen unsere Moonbase in den Orbit. Dann müssen wir wahrscheinlich ganz kurz mal den Scansat in den Orbit einbremsen, weil es zeitlich kurz nacheinander kommt, oder? Eine Stunde Vorlauf. Ich glaube. Ja. Da müssen wir gucken, wie das ist. Also wahrscheinlich, wenn wir die Landung nicht durchziehen können, ohne zwischendurch mal einen kleinen Stopp für den Scansat zu machen, der da hinten angeflogen kommt. Kriegen wir aber alles hin. Als allererstes kommt jetzt auf jeden Fall mal die Orbitbremsung für die Kollegen von der Mondstation. So, ab rüber in die Sphere of Influence. So, und was wir jetzt mal gucken, ist noch, haben wir angebotene Verträge, die. Oh, guck mal, wir haben den ersten Touristen, um die Raumstation zu besuchen. Das ist ja total toll. Ein Tourist möchte denn? Ja, den können wir ja gleich noch mitnehmen. Also jetzt nicht mehr heute wahrscheinlich, aber was haben wir noch Schönes? Send a crew to the Kerbin Space Station. Das ist ja noch viel besser.
At least two Kerbals. Ja. Da haben wir ja eine tolle Mission fürs nächste Mal. Touristen und eine Crew auf die Raumstation hochbringen. Ah, finde ich aber toll, dass die Verträge so aufeinander aufbauen. Bin ja immer wieder positiv überrascht von diesen Missionspacks. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich aus dem Time Warp raus und er sagt uns: Oh, der Moonsat kommt auch jetzt in die Influence 4 vom Mond. Das passt uns aber ganz gut. Dankeschön. Close Alarm. Und wir machen weiter unseren Time Warp rein. So, denn wir sehen ihn ja jetzt hier schön, was er so treibt. Und er ist eigentlich im ganz guten Anflug. Da können wir gleich rüberschalten. Wir machen jetzt hier kurz unseren Orbit fertig. So. Und dann kommt der andere dran. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, weil ich bin mir gar nicht sicher, haben wir lokale Kontrolle? Ja, ich habe, glaube ich, lokale Kontrolle. Okay. Wir könnten aber mal diese lustige Antenne trotzdem ausklappen, einfach nur um sicher zu gehen. Extend Antenna. So, und wir können natürlich auch mal gucken, was hier gleich noch zu machen ist. Das ist mal wieder der Radio Plasma Wave Scan. Natürlich, was auch sonst. So, den können wir gleich noch schnell mal einmal suchen. Ich muss mir unbedingt merken, wo der ist. Aber ich kann mir das immer nicht merken. Irgendwo, wo eine Solarzelle ist, war der. So viel weiß ich noch. Da. Ja. Tüdelülülülülülül. Ausfahren. Absenden. Einfahren. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir machen jetzt unsere Bremsung in den Mondorbit. Übrigens immer noch mit der Rakete, mit der wir eigentlich herfliegen wollten. Ganz locker, flockig und entspannt. Schwupp. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann müssen wir gleich mal gucken, auf welchem Krater war denn das? So, ich glaube, unsere Rakete ist alle. Ja, ist sie. Das heißt, auf zur nächsten Rakete. Dann können wir aber jetzt noch mal ein bisschen driften. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher Krater war eigentlich unser Krater? Ist das der hier? Ja, ne? Sind Flaggen irgendwie ausgeblendet? Ja. Ja, okay, hier ist. Dann müssen wir hier irgendwo runtergehen. Da, vielleicht machen wir einfach die Basis in den Krater oben rein. Okay, jetzt kurz noch mal die 2 Minuten darüber. Ja, neue Situation, das ist alles sehr spannend, aber gerade nicht überlebensrelevant. So, dann wird einmal noch ein bisschen gebremst, dass wir schon mal sauberst im Orbit sind. Also wir haben jetzt auf der Stage auch nochmal 1500 Delta-V, fast 1600 sind es sogar, mit denen wir rumspielen können. Und das ist noch nicht die Landestage. Also hier oben sind auch nochmal, weiß ich nicht, 1,3, 1,2, irgendwie sowas. Können wir zusammenrechnen. Knappe 1,3, nicht ganz. In der Skycrane, also das hier ist ein Skycrane, der hat Triebwerke, die kann man ausfahren. Verrückt, verrückt. Um zu landen. Das heißt, das hier ist eigentlich alles noch. Das war eigentlich die geplante Transfer-Stage. Naja, ist auch egal. Hat halt besser funktioniert als gedacht. So ist das, wenn man mir zu viel Geld gibt. Jetzt wisst ihr, warum ich normalerweise Hardcore Kerbal spiele und mich selbst unter solchen finanziellen Druck setze. So, und jetzt machen wir als nächstes schnell mal den ScanSat in den Orbit rein. So, weil wir müssen jetzt eh einmal mit dem anderen Raumschiff um den Mond rum. Das wird es wahrscheinlich mehr als einmal tun, aber eigentlich können wir erstmal die Landung machen, oder? Wenn ich das so sehe. Wie viel Zeit ist gleich noch? Ah, nee, der ist da drüben, der Krater, ne? Ja, wir machen jetzt erstmal den Orbit fertig, dass wir nicht den ScanSat verlieren. Das wäre irgendwie peinlich. Das wäre irgendwie peinlich. So, Stop. Retro. Und
Ja, feuerfrei, aber besonders viel passiert da natürlich auf der Stage nicht mehr. Und dann gehen wir auf die kleine Stage rüber. So, die ist klein, aber natürlich sehr oho, weil das Ding nichts mehr wiegt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die hier so... Weiß ich nicht, ich würde jetzt einen 100 Kilometer Orbit anpeilen. Den haben wir in 52 Minuten. Der muss jetzt aber auch noch nicht perfekt sein. Ist egal, wir machen jetzt mal hier die Basis fertig. So, also das Ding ist gefangen. Wir können mal gucken, ob wir den hier schon anschalten können. So, wo ist denn der Mond hier? Schön wenigstens mal auf den Mond ausrichten. Oh, guck mal hier. Planetary Mapping. Ah, da passiert sogar schon irgendwas. Irgendwas ist da zu sehen. Big Map. Ja, ich sehe es ja. 250 Kilometer ist ideal. Deshalb habe ich... Ne, 250 Kilometer ist ideal? Ach. Echt jetzt? Ja, mach mal 250. Sollte mich nicht so anschreien. Prograde. Ist ja nicht so, als ob Treibstoff hier ein Problem wäre. 250 Kilometer. Orbit. Und check. Gut. Den müssen wir dann gleich nochmal angleichen. So. Gut. Ja, ideal und bla, ist doch scheißegal. Also irgendwas passiert auf jeden Fall. Da bin ich, oder was? Kann ich das irgendwie refreshen? Export Map, ne, das ist noch nicht. Zoom Map, Small Map. Ja, ich mache lieber die Small Map. Hallo, Small Map. Hier ist auf jeden Fall schon irgendwas zu sehen. Ich nehme an, das füllt sich jetzt. Also wir haben 0,6% geschafft von den 75%, die wir machen sollen. Das ist jetzt einfach eine Frage der Zeit, während das Ding hier rotiert. Und was wir jetzt mal machen, ist uns vorbereiten. Und der ARK 2001 ist jetzt auch ein Kurbonaut. Hallo ARK und... Ultimate Map of Kerbin, was ich will. Wie bitte? Ich verstehe nicht, was ihr von mir möchtet. Ich mache doch eine Low Resolution Scan of the Mun. Ultimate Map of Kerbin. Ich bin gerade verwirrt, auf was ihr mich hinweisen möchtet. Wo ist Refresh? Ach, da oben. Der Refresh-Knopf. Aber da ist noch nicht viel zu sehen, vermutlich, oder? Ach so, aber warum ist es denn... Ach, ich muss bei Slash... Jetzt komme ich, glaube ich, langsam hinterher, was ihr von mir wollt. Ah, jetzt, ja. Sehr schön, okay. Da kann ich jetzt auch sehen... Ach, und hier sind die Flugbahnen. Ja, es ist so ein großes Fenster. Ich muss mich doch auch erst an die Sachen gewöhnen. Ah. Hey, einfache Hinweise wie... Oben rechts der Button sind immer sehr hilfreich für Leute wie mich. So, und jetzt aber... Long story, very long. Short kann man dazu leider nicht sagen. Jetzt landen wir unsere Moonbase Alpha mal, hoffe ich zumindest. An der Stelle und... Also an der geplanten Stelle zumindest. Also mal gucken, was für Manöver stehen uns denn jetzt ins Haus. Also, wir hatten gesagt, Fahnen an. Wir wollen da sein. Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus von der Höhe her. Wir müssen ein bisschen... Bisschen nach unten abknicken. Und wir können auch schon mal anfangen zu bremsen. So, das war ein bisschen viel des Guten. So, der Mond dreht sich ja währenddessen auch noch weiter, aber jetzt kommen wir schon mal relativ schön über dieser Kraterlandschaft rein. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube hier drüber irgendwie. Das dreht sich natürlich gerade in die Dunkelheit raus. Ich glaube, hier oder hier war es. Irgendwie so.
Also es muss irgendwie nördlich von dieser zweiten Mondlandungsflagge sein. Also einer von den beiden Kratern. Den peilen wir jetzt mal an. Für unsere Landung. Und versuchen uns da mal sauber reinzusetzen. Wir haben genug Licht mit dabei, dass das mit der Nachtlandung eigentlich unser geringstes Problem werden sollte. Wenn wir irgendwas haben, dann ist es Licht. So, das sind auch nur 44 Delta V. Das heißt, wir können hier... Achso, wir könnten mal nebenbei den Kram hier laufen lassen, trotz allem. Der Skycrane hatte in der Vorberechnung, glaube ich, eine Trust-Weight-Ratio. Wie komme ich denn jetzt auf Delta V? Ich glaube von 4, oder 5, also... Ausreichend. Ich hatte auf jeden Fall nachgeguckt, mit Moon auch eingestellt und das war auf jeden Fall deutlich mehr als 1. Falls ich mich verguckt habe, tut mir das für die 4 hier sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. So, jetzt machen wir mal unser Manöver. Ach Gottchen, wir haben noch Zeit. Okay, also es kommt halt immer drauf an, Ghosty, in was für einem Gravitationsfeld du was für eine Masse an das Ding ranhängst, ne? Also ich werde jetzt einen Großteil der Bremsung wahrscheinlich sogar noch mit dem Teil hier durchführen. Einfach nur, weil es geht. Na gut, ein Thrust-Weight-Ratio von 2. Heißt halt, du solltest rechtzeitig mit dem Bremsen anfangen, ne? 1 heißt, du kannst gerade so schweben. Das ist halt, also jetzt irgendwie 1000 Meter über dem Boden anfangen, 500 Meter pro Sekunde wegzubremsen, ist schwierig dann, ne? Also das ist ein bisschen knapp, wenn du nur eine 2er hast. Also es kommt halt immer darauf an, wie dein Anflugmanöver aussieht. So, ja, interessant. Midlands waren wir wohl schon mal. Gut, ich guck jetzt mal, wie unsere Landung so wird. Im Dunkeln. Lowlands hatten wir. Ich mache jetzt mal kurz aus. Meine Güte. Ich nehme einfach mal zur Kenntnis, dass wir schon mal waren. Da haben wir auch schon Schatten. So, jetzt wird's spannend. Also, wir kommen da dann runter. Wir können jetzt eigentlich schon mal retro gehen. Wir haben noch 4 Minuten bis zur ungefähren Landestelle. Und ein bisschen vorher müssen wir anfangen, Geschwindigkeit rauszunehmen. Und ich glaube, wir machen so ein Mittelding zwischen Geschwindigkeit und Fallbremsen, dass wir dann nicht ganz so steil runterkommen. So, und jetzt können wir auch schon mal den Skycrane zumindest vorbereiten, insofern, dass wir die Engine ausfahren. Tank ist offen, das passt. So, ich mache mal ganz kurz... Activate Engine, also 6,52 hat er jetzt insgesamt, da hängt jetzt aber auch noch der andere Tank dran, also jetzt kriegen wir gerade knappe, nicht ganz 2 obendrauf, aber wir haben auch noch einiges an Zusatzgewicht, was wir noch loswerden. So, ich mache das jetzt mal über die Ansicht hier. Also irgendwie den Mittelweg zu finden zwischen Bremsen und Apoapsis ranziehen. Weil ich will vor allen Dingen auch Fallgeschwindigkeit rausnehmen, aber auch schon mal anfangen ein bisschen zu bremsen, dass wir nachher nicht so viel zu tun haben. Ich glaube, so ist ganz gut. So, schon mal anfangen. Okay, da hinten ist schon mal unsere Flagge zu erkennen. Sehr schön. Ja, jetzt wird's spannend. Ja, also wenn du mit einer Thrust-Weight-Ratio von 2 aus 50 Kilometer Höhe von einem normalen Orbit so runtergeknallt bist, dann weiß ich nicht, dann ist aber auch irgendwas buggy gewesen oder so. Das klingt nicht so, wie es sein soll. Okay, ich hau jetzt mal die Haggen in Teer. So, Vertical Speed sind wir nicht.
allzu schnell unterwegs, aber wir haben vor allen Dingen noch Horizontal Speed zu klären. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass es nicht zu kurz wird. Ich glaube, jetzt, ich muss leider ein bisschen auch nach Sicht fliegen, weil ich hier gerade in dem Hell-Dunkel-Ding ganz schlecht erkennen kann, wo ich eigentlich hin muss. Irgendwo da muss der komische Dings stehen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen hier rüber für unsere Landung. Ich kann ihn noch nicht erkennen, aber er muss hier irgendwo sein. Mach eine Nachtlandung, haben sie gesagt. Das wird eine gute Idee sein, haben sie gesagt. Ah, warum bin ich hier eigentlich zu nachts hingeflogen, ey? So. Aber das war ein bisschen arg steil. Glaube ich. Bisschen besser angucken. Ich glaube, wir müssen irgendwo hier zwischen. Glaube ich. Ich glaube, dass der Krater da ein ganz guter Anlaufpunkt wäre. Ich dachte hier irgendwo dazwischen, dass er hier so steht, der Bogen. Ich kann es leider im Moment gar nicht erkennen. Oder gar nicht gut erkennen. Okay, wir trennen uns jetzt mal von dem Teil hier, würde ich sagen. Also 309 haben wir als Trustweight. So. Wir machen die Stabilizer raus. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen eine Erleuchtung finden. Alter, warum ist das Ding so instabil? Wow, der fliegt sicher gar nicht toll. Ah, ich habe voll den Drall. Also so richtig. Ach du Scheiße. Ich kann den nicht kontrollieren. Aber ich habe doch voll das bösartige Reaction Wheel. Ah, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Warum ist das so? Okay, ich glaube, es war die Antenne. Ich glaube, es war wirklich die Antenne. Wow, 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 wow. Das war die Antenne, hat Schub weggenommen. Oder? Also nee, das war tatsächlich die Antenne. Die ausgeklappte Antenne hat das eine Triebwerk blockiert. Total unwitzig. Totally unwitzig. Okay, aber das ist der richtige Krater auf jeden Fall. Und wir haben es rechtzeitig in den Griff bekommen. Wir haben auch noch genug Delta-V für eventuelle Korrekturen. Jetzt machen wir nur noch den Vertical Speed hier weg. Ja, den Horizontal. Also jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, wir machen dann nochmal einen kleinen Zwischenstart. Ich ziehe die Landung jetzt erstmal durch. Und wir starten das Schiffchen dann nochmal an. Mit den restlichen Delta-V. Obwohl, wir sind... Ach, wir sind eigentlich... Also wenn der Boden hier passt, können wir hier vielleicht sogar stehen bleiben. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Licht ist auch an. Ich kann leider noch nicht so viel erkennen. Außer, dass es... vielleicht ein Hang ist. Vielleicht auch ein fieser Hang. Okay, ich gehe mal hier rüber ein bisschen. Ich starte jetzt nochmal kurz durch, dass wir ein bisschen mehr mittig in den Krater reinkommen. Also wir steigen jetzt wieder, fliegen ein bisschen in die andere Richtung. So. Und jetzt können wir gleich wieder retronen. Bisschen fieses Manöver, aber ich glaube, das hilft uns ganz gut. Also nicht ganz so nah an dieser Steilwand da zu landen. Ich hoffe, dass das hier ein bisschen besser ist. Ah, da ist der Bogen. Ist eigentlich gar nicht... gar nicht so schlecht. Okay.
jetzt den richtigen Schub finden, dass wir langsam langsamer werden. 400 Meter noch. Bei 7 Meter pro Sekunde Sinkgeschwindigkeit. Da können wir ruhig noch ein bisschen schneller werden. Das ist alles gut. Was mich ein bisschen wundert ist, dass meine Beleuchtung so gar nicht gut greift, ne? Das hatte ich mir ein bisschen charmanter vorgestellt. Also, Lektion fürs nächste Mal. Gelbe Rundumleuchten sind die einzig wahre Wahrheit. Warum ist hier eigentlich keine gelbe Rundumleuchte dran? Bin enttäuscht. Und auch ein bisschen angewidert. So, wir sind jetzt auf den letzten 100 und ein bisschen Metern. So. Langsam. 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 So, schön. Langsam absetzen. Ganz langsam absetzen. Ja, die Lampen sind an. Entgegen aller Mutmaßungen sind diese Lampen eigentlich an. So, zack. Und zack. Stabilisieren und Toggle Ground Taper. Ground Taper attached. Okay. Ich würde sagen, hier kann man potenziell erstmal bleiben. Das heißt, wir fahren jetzt den hier mal langsam hoch. Upp. Und du gehst mit deinem Ground Hitter wieder nach unten. Und tschüss, Skycrane. Ich vermute mal, der fliegt jetzt bis zur Sonne. Der hatte nämlich noch echt viel Sprit drin. So, Basis ist hiermit offiziell abgesetzt. Das Einzige, was mir gerade ein bisschen Sorge macht, ist... Ach so, ja, ich hatte die Antenne eingeklappt, stimmt. Ich hatte die Antenne eingeklappt. Die sollten wir vielleicht mal ausklappen. Schwupp und zack, Uplink. Sehr schön. Das ist doch gut. Wohin ist jetzt die andere Rakete unterwegs? Kann man die noch sehen? Ist weg. Oh ja, irgendwohin wird er schon fliegen. Wer weiß das schon. So genau. So, ja, irgendwie, ich mach mal Licht aus und nochmal an. Also der Unterschied ist echt kaum erkennbar. Das sind echt fürchterlich schlechte Lampen. Also so richtig fürchterlich schlechte Lampen. Nun gut, aber unser Life Support läuft immer noch. Unser Habitat läuft. Sehr schön. Und wir sind höchst erfolgreich auf dem Mond gelandet mit unserer kleinen Crew und sind jetzt vorbereitet, um hier noch ein paar tolle Sachen zu machen und zu bauen und zu probieren. Aber ich würde vorschlagen, es ist kurz vor 11, das machen wir in der nächsten Folge. Ich denke, wir haben heute richtig viel geschafft. Wir haben hiermit offiziell das Motto der Serie auch erreicht, nämlich Colonization. Wir haben angefangen... Gibt's hier irgendwie so Colonization? Guckt euch das an! Colonization Dashboard. Wir haben sowas von unglaubliche über 100% Erfüllung. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn das jemand weiß, könnt ihr mich gerne mal mit einer Nachricht noch aufklären nach diesem Livestream. Ich würde sagen, hier ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Wir sehen nächste Woche weiter, bauen uns einen Rover auf dem Mond zusammen. Wir bemannen die Raumstation, schicken einen Touristen hoch und... Alles. Alle von euch, die noch Bock haben, ich freue mich nachher auf euch im Discord. Ich komme in ein paar Minuten auch vorbei. Und wenn euch der Stream gefallen hat, guckt auch gerne mal bei Patreon vorbei oder lasst eine kleine Spende über Streamlabs da. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns am Sonntag bei Hardcore Kerbal. Mein Name ist Robert und tschüss.